Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ich möchte jetzt gerade mal hier gucken, dass wir hier rauskommen. Was hoffentlich so halbwegs gut funktioniert. Dass die Bunkertüren so weit aufgehen mittlerweile, das ist nervig. Du kannst dich nicht mehr da vorne hinstellen und vor dem Mech verstecken. Das heißt, wir müssen jetzt gleich gucken, dass wir irgendwie halbwegs vernünftig hier rauskommen, ohne dass das Vieh uns sieht. Auch in der Hoffnung, dass kein anderer Zombie hier nachgespawnt ist oder so. Ganz schnell hier raus. Und ab durch die Mitte. Boah, das hat ja mal gut funktioniert. Also wir haben es Gott sei Dank lebend aus dem Bunker rausgeschafft. Türe zumachen wollte ich jetzt nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir... Toll, ich habe noch nie mal Kompass. Ach, Scheißdreck, echt. Irgendwie, wir müssen, glaube ich, in diese Richtung da, wenn mich nicht alles täuscht. Da in diese Richtung. Ja, ich würde natürlich, wie gesagt, gerne mir jetzt erstmal in der Z0-Stadt irgendwie ein kleines Häuschen claimen. Oder auch nur eine Garage oder irgendwas. Um erstmal irgendwie den Loot so ein bisschen zu sichern. Obwohl, ich bin auch blöd. Ich weiß, wo es Akkord drauf passt. Die Armbrust. So, ja. Wird wahrscheinlich wieder eh viel zu warm werden wegen der... Mir fällt gerade ein, wir haben überhaupt nichts mehr an Oberteil an, außer die Jacke. Das ist natürlich auch gut, ja. Läuft so ein bisschen. Da liegen alle drei Airdrops. Direkt in der Nähe. Das ist, was heißt in der Nähe? Es ist immer noch ziemlich weit weg zu Fuß. Aber wie gesagt, wir können uns eigentlich über den Loot nicht beschweren. Wir haben die AK-47, wir haben das Magazin, wir haben Munition, wir haben die M9 gefunden. Ich denke mal, war doch sehr erfolgreich der Bunker-Run. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir sehr erfolgreich irgendwie in die Stadt kommen. Am besten ohne zu sterben. Ja, ich habe doch wieder richtig gehört. Oh, die bleibt direkt liegen, das ist gut. Danke, Madame, so muss ich nicht meinen Rucksack fallen lassen. So. Das heißt, wir laufen jetzt auf jeden Fall. Ja, wir laufen auf jeden Fall noch ein Stückchen darunter. B2. Mit. Ich sehe gerade, hier sind ganz viele Airdrops. 1, 2, 3, 4, 5 haben die sogar hier. Vielleicht sogar noch ein paar mehr. Ich habe keine Ahnung. Obwohl, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, kommt der erst in 5 Minuten runter. Das heißt, man hat ganz lange Zeit, zumindest mal dahin zu kommen. So, ja, wir haben ein bisschen wenig Wasser, ein bisschen wenig Essen. Was heißt wenig? 75% reicht eigentlich erstmal. Haben wir eigentlich? Ne, wir haben gar keine Karte mehr, ne? Ne, wir haben definitiv keine Karte mehr. Schade. Hehe. Ah.
So, wir müssen jetzt irgendwie. Also ein wenig schauen, dass wir jetzt hier weiterkommen. Also der Weg darunter, das könnt ihr mir glauben, zieht sich. Vor allem zu Fuß. Bisschen Ausdauer parken hier. Das Problem ist, dadurch, dass die neuen Gebiete immer noch so schlecht besiedelt sind, oder was heißt besiedelt sind, bebaut sind, ja, eigentlich doch besiedelt. Wir haben hier nichts in der Nähe, wo wir irgendwo vielleicht mal eine Werkzeugkiste finden würden und aus den Schlössern goldene Schlösser machen zu können oder so. Das ist halt immer noch das Problem. Ich habe irgendwie große Hoffnung. Ich werde wahrscheinlich in der Stadt eh fluchen ohne Ende, weil da wahrscheinlich wieder jede Menge Loot sein wird, den wir gebrauchen könnten, aber nicht mitnehmen können, weil wir die Taschen voll haben. Und ich mir wahrscheinlich da kein Gebäude claimen kann, weil ich keine Schlösser habe, weil ich keine Werkzeugkisten finde. Ich wollte gerade sagen, wenn wir Pech haben, treffen wir hier auch auf Wölfe, aber das ist eigentlich eher weniger das Problem. Wir sind hier mittlerweile bewaffnet. Gut, die Armbrust mitzuschleppen ist gerade eigentlich, ich denke mal, eher schwachsinnig, weil wir haben keine Bolzen. Aber ich möchte hier demnächst Armbrust auf jeden Fall nutzen. Es sei denn, ja, ich bin immer so zwiespältig, ne? Ich weiß nicht, lieber Armbrust oder lieber Bogen, weil eigentlich mag ich beides. Aber wenn ich Armbrust und Bogen mitnehme, kann ich nichts zum Schießen mitnehmen, außer vielleicht eine Pistole. Es ist alles immer so ein Für und Wider. Das ist irgendwie ja ganz blöd. Irgendwie aber trotzdem gerade begeistert, dass wir das eben trotzdem in dem Bunker noch überlebt haben. Ich habe mich schon tot gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir hatten ja vorher das Glück, diese Kompresse da zu finden, die die C2-Blutung direkt gestoppt hat. Weil ich glaube, sonst wären wir da ausgeblutet. Ja, obwohl wir hatten ja eigentlich auch noch die Trainingsjacke und ich hört, was wir genutzt haben. Aber ich glaube auch nicht, dass wir damit alles zum Stoppen gekriegt hätten. So, wo sind wir eigentlich? Nein, nicht das Nachtsicht anmachen. Hallo? Aha. So. Obwohl, ja, es geht eigentlich. Wir sind relativ nah jetzt schon an der Stadt. Wir werden es auf jeden Fall diese Folge schaffen anzukommen. Dann kann man eigentlich nur hoffen, dass wir es diese Folge auch schaffen, irgendwie eine Werkzeugkiste zu finden und Schlösser zu craften. Kaffee einschütten und gucken, wohin man läuft, funktioniert nicht. Vor allen Dingen, ich bin mir gerade am Überlegen, was ich jetzt mache. Wenn ein Zombie kommt, lasse ich die Kaffeekanne fallen, dann ist er kaputt. Stelle ich sie ab, bin ich kaputt. Ja. Aber es ist gut gegangen. Nach Vrza oder so. Vrza. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, mir kam gerade noch eine kluge Idee, die ich schon wieder vergessen habe, also kann die Idee nicht so gut gewesen sein. Ja, was definitiv nicht passieren wird, ist wahrscheinlich, dass wir hier ein Auto finden, was funktioniert. Weil Safe Zone und in Safe Zones eigentlich immer viele Spieler, das heißt, Autos meistens auch weg.
Aber auch wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte eigentlich gar kein Auto haben. Ich möchte gerne wieder die Motorräder zurückhaben. Ich möchte gerne wieder eine Shopper. Und mit der Shopper hier dann die Map unsicher machen. Ich hoffe, die patchen die bald wieder rein. Also hätten die mir gesagt, dass die für die neuen Autos die Motorräder rauspatchen, habe ich gesagt, hätte ich gesagt, lass die Autos draußen, die neuen. Ja, es ist zwar lustig mit den neuen Autos. Auch das mit dem Neuherstellen jetzt und sowas. Gesundheit, warum blinkt meine Gesundheit? Ich habe doch alles irgendwie gerade. Kondition, was will er von mir? Warum ist rot? Lauft doch die ganze Zeit. Eigentlich müsste doch grün sein. Oder keine Ahnung. Ich muss die Überlebensfähigkeit hochkriegen, glaube ich, auch um andere Sachen herstellen zu können demnächst. Also. Ich hoffe einfach, die Motorräder und sowas wird ganz schnell wieder reingepatcht, weil das war das, was ich gern gespielt habe. Ja, ich bin auch gern Auto gefahren, aber am liebsten waren mir halt die Mopeds. Ich überspringe jetzt hier mal die ganzen Sachen, weil ich glaube nicht, dass ich. Also in den Häusern findet man schon ab und an mal eine Werkzeugkiste, aber eigentlich ja in Garagen und so. Aber wenn ich jetzt das Pech habe gleich in den Garagen, wahrscheinlich sind die Garagen hier eh alle geclaimed, eine Werkzeugkiste zu finden, dann müssen wir halt in die Häuser gehen. Hier findet man zumindest mal Spritkanister mit 7 Einheiten Sprit und ein Benjo. Die will ich aber gerade gar nicht. Hier findet man auch schon mal ab und an Werkzeugkisten drin. Aber leider gerade nicht. Da auch nicht. Gut. Jetzt mal schauen. Schade. Da ist noch ein Schrottauto. Aber auch nichts drin, außer ganz viel Schrott. So, und bei offenen Türen bin ich jetzt ganz vorsichtig. Und werde die nicht direkt schließen, sondern erstmal gucken, ob warte mal, das ist ein 3 von 3. Ich hatte doch 2 von 3 oder 1 von 3, oder? Weil 1 von 3 könnte man rausschmeißen. Auch den 2 von 3 kann man rausschmeißen, dann nehme ich lieber den 3 von 3. Aber wie gesagt, bei offenen Türen bin ich halt immer sehr, sehr vorsichtig jetzt. Bevor ich da eine Tür schließe, gucke ich jetzt lieber zwei, dreimal nach, ob da ein Schloss drin ist. Obwohl ich weiß gar nicht, ob man das so sieht, ne, wenn ich ehrlich bin. Man sehen kann, wenn offen die Türen offen sind, ob dann Schluss. Obwohl ich könnte ja eigentlich, ich habe es gerade eigentlich selbst mir selbst beantwortet, ich könnte ja die Türe von außen schließen. Wenn ich sie dann nicht mehr aufkriege, ist da ein Schloss drin. Wenn nicht, kann ich sie ja öffnen. So. Es ist hier gerade ziemlich zombie-ruhig, wenn ich das mal so sagen darf, was mich auch ein wenig wundert. Und das Spiel gönnt mir definitiv keine Werkzeugkiste, ne? Egal wo ich gucke, es ist keine Werkzeugkiste da.
mich aber auch hier gerade so ein bisschen wundert, ist, dass hier eigentlich gar keine Garage geklemmt ist. Die Safe Zone hier doch nicht so beliebt. Gibt es hier keine Spieler, die hier irgendwie außen? Bin ich hier ganz allein in der City? Fragen über Fragen. Auch offen, okay. Noch ein Dreier, warte, da ist zwei von bei dem Blick raus, dann haben wir den 3 von 3 rein. So, oh, Dietrichen. Ja. Was soll ich denn dafür jetzt schon wieder wegschmeißen? Auch Leute, ey, ich will nichts wegschmeißen. Nein. 2 von Schraubendreher. So. Ein bisschen Geld haben wir jetzt zumindest. So, ja, bringt mir alles nichts. Wir müssen definitiv die Häuser durchsuchen. Auch den Müll und keine Ahnung. Weil hier sind jetzt definitiv in den Garagen keine Werkzeugkisten. Doch scheiße. So ein Punkt, Punkt, Punkt. Geil. Oh Mann, ey. Wir haben keine Schrotze. Wir lassen erstmal die 8-Schuss-Schrotze hier. Ich sag da nichts mehr zu. Echt nicht. Ich verkneif mir das. Nein. Ich sag nix. Ich schmeiß einen Schrotzenmoon raus und schon fällt eine Schrotze. Dabei brauche ich doch eine Werkzeugkiste erstmal. Dann kann ich auch gerne Schrotze nehmen. Dann habe ich wenigstens goldene Schlösser. Ja, hier wird keine Werkzeugkiste drin sein. Hier ist ein Verband drin, den kann ich aber jetzt leider auch nicht mitnehmen. Also könnte ich schon, dafür müsste ich schon wieder was anderes wegschmeißen oder so, aber das möchte ich eigentlich auch nicht. Da würde Absinth stehen, ja super. Da ist. Da gehen wir gleich mal. Erstmal hier jetzt gucken. Was haben wir denn hier? Eine Tomate, die können wir zumindest mal essen. So, und das dann auf jeden Fall wieder in die Hände nehmen. Wieder raus hier. Die hätten wir auch zusammen verarbeiten können. So, vielleicht finden wir ja hier. Samen finden wir hier, ja. Noch mehr Samen. Pfanne. Kann man eigentlich auch nicht, noch nicht benutzen, ne? Die Pfannen und sowas. Richtiges Kochen ist leider noch nicht wirklich drin. So, aber ein bisschen Geld ist da. Meine, wenn wir jetzt natürlich noch einen großen Rucksack finden würden, hätten wir auch weniger Probleme, weil wir könnten dann das ganze Zeug nämlich so, wir essen jetzt einen Fisch. Dann war es das aber auch. Wenn jetzt noch was kommt, ich kann nichts mehr wegschmeißen. Definitiv nicht. Geht alles nicht mehr. So, nee, da ist auch nichts. Okay. Vorne raus. Dreier von Dreier Schraubendreher lassen. Haben wir noch irgendwo ein Zweier von Dreier?
Glaube nicht. Doch, da. Aber machen wir so. Toast, ja wunderbar. Komm, da ist 2 Stück von. Hallo? Nehmen. Ein Brot, ja hervorragend. Noch so ein Buch, okay. Handwerk. Weiß, wie gesagt, dass das mal irgendwas. Ich glaube sogar Überlebensfähigkeit und sowas gespielt hat. Ob es das immer noch tut oder überhaupt irgendwas skillt, weiß ich gerade nicht. Weil auch die Ruhmpunkte nicht mehr hochgehen. Ich weiß, dass ich früher, wenn ich so 2, 3 Blätter rausgerissen habe, mindestens immer ein Ruhmpunkt hochgegangen ist, aber das ist gerade nicht mehr der Fall. Von daher weiß ich nicht. Da überhaupt noch war, hätte ich bald in Lumpenverteilen gemacht, was geskillt wird. Ich hoffe es einfach mal und mache es deshalb weiter. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt einen großen Rucksack finden würden, wäre das natürlich auch nicht verkehrt, weil ja, Absinth super. Mit einem großen Rucksack hätten wir wieder ein bisschen mehr Platz und könnten den kleinen Rucksack wegschmeißen. Ah, Mademoiselle, hallo. Mann. Okay, mit dem Bajonett müssen wir anscheinend aufpassen. Oder zumindest warten, bis die Dame aufgestanden ist, weil sonst. 95 Dollar, sehr schön. Treffen wir die anscheinend nicht. Also mit einem Schwert oder mit dem Schwert kannst du ja auch auf die Dame einkloppen, wenn die auf dem Boden liegt. Oder überhaupt auf die Zombies. Mit dem Bajonett geht es anscheinend nicht. Okay, auch nichts drin. Da war nichts, da war nichts, da war nichts. Wir könnten jetzt mal da kurz gucken, ja. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich mal hier in den Shop. Vielleicht können wir ja hier Werkzeugkisten shoppen. Sieht aber auch nicht so aus. Oh, Geld, Geld immer gut. Noch ein Nagel. Ganz viele Nagels. Nee, Quatsch. Da ist auch nichts drin. Hatte ich es hier in der Mülltonne? Nee, auch nicht. Da liegt noch nicht mal ein Zombie drin. Geisterstadt, hier ist gar keiner. Nein, doch, da liegt ein Zombie. Ich habe ihn gesehen. Wollte gerade sagen, keine Spieler, keine Zombies. Hier ist irgendwie. Tote Hose. So, Dele. Andale, Andale. Wer schreit, warum? Ah, der. Na komm her, mein Freund. Nimm dich gerne hier von der Seite. So. Sehr schön. Die Hände nehmen. So, dann hüpfen wir mal rein. Da wäre auch eine 9 mm, aber wir haben ja eine. Wir haben keine Werkzeugkiste, um die auseinanderzunehmen und die andere damit zu reparieren. Obwohl, ich weiß gar nicht, müssen wir die reparieren? Ja, 83%. Irgendwann sollten wir die reparieren. Aber muss jetzt nicht gerade sein. Den trinken wir doch glatt mal den Kaffee. Ende nehmen. Den Absinth trinken wir definitiv nicht.
Eine Grapefruit, die können wir mal schnell schnabulieren. So, in die Hände nehmen. Ein bisschen Geld, da hätten wir das. Wir könnten im Übrigen daraus jetzt wieder ein Nestet herstellen, was wir wahrscheinlich auch dringend brauchen werden, so in nächster Zeit. Also Nestet herstellen. Sehr schön, das wieder in die Hände nehmen. Jo, das war's hier. Hier scheint nichts mehr zu sein. Dann hier weg. Ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt taktisch vor. Wir gehen erst hier die Seite hoch. Nehmen dann diese Seite. In der Hoffnung, irgendwie mal eine Werkzeugkiste zu finden. Bis jetzt hatten wir da ja nicht so großes Glück. Aber dafür haben wir alles andere gefunden. Ich meine, Bären, wie gesagt, dürfen uns hier auf gar keinen Fall. Nehmen wir das auch so. Na, Zombie, aber keine große Inke. Das heißt, da dürfte auch nichts drin sein. Dann werden wir einfach mal hier jetzt so weiter gucken. So. Was haben wir denn hier Schickes? Da liegt auch ein Zombie drin. Eine Jeanshose hätten wir, eine Mütze. Eine rote Bette. Essen. Die konnte man anscheinend auch nicht zusammen verarbeiten. Ja, es gibt viele Sachen, die man leider noch nicht zusammenverarbeiten kann. Ich hoffe, das kommt mal irgendwann. Nein, nein. So, komm, steh mal auf, Onkel. Danke. Kannst dich nicht direkt wieder hinlegen. Sehr schön. So. Nehmen. So, den durchsuchen wir mal eben. Hatte aber auch nichts Vernünftiges. Eine Mütze. Brauchen wir alles nicht hier. So, dann hüpp hier raus. Da hoch. Da ist ein Trinkbrunnen. Da ist noch ein bisschen Geld. Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann richtig freuen, liegt da ein großer Rucksack und wir können alles umpacken. Hätten noch ein bisschen Platz, vielleicht. Definitiv ein großer Rucksack. Feier das gerade. Aber eigentlich hätte ich viel lieber und so, ne? Veröffnen, so. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Achtzehn, 21, 25, 26, 27, 28. Passt der noch rein? Der passt sogar. Also sehr schön. Aber warte mal. Könnten ja mal kurz fallen lassen. Inventar öffnen. 2, 4, 6 Sachen passen da vielleicht noch rein. Müssen wir mal gucken. So. Das heißt, wir könnten nämlich, wenn wir irgendwann Schlösser craften können. Warte mal, ich könnte doch übrigens gerade, guck mal, 1, 2, 4, 5, 6, war es das, glaube ich, ne, ja. RD.
So, weil wir können das hier mitnehmen. Dann haben wir jetzt hier nochmal 5 Plätze frei. Irgendwie gerade ein Haar im Mund. So. Wenn wir nämlich dann irgendwann mal ein Gebäude, was heißt ein Gebäude, irgendwas claimen können. Kisten bauen oder Schränke bauen. Können wir die großen Rucksäcke da lassen? Mal mit den kleinen vorlieb nehmen. Oh, ne, da ist ja eh nichts. Könnte man nämlich den kleinen ausrüsten und damit auf den Weg machen. Ein Schloss, super. Also mit Schlössern habe ich gerade keine Probleme. Wenn das so weitergeht, kann ich gleich sogar 3 goldene Schlösser bauen. Aber ohne Werkzeugkiste ist auch dies nicht möglich. Also bitte, liebes Spiel, eine komplett volle Werkzeugkiste, bitte. Pastinake, komm, die nehmen wir mal mit. Es ist gerade echt hier. Also bis jetzt fand ich den Loot ganz gut. Das war ja auch, ne? Nicht zum Beschweren, aber jetzt gerade muss ich ja echt mal sagen, ich kotze an, dass ich keine Werkzeugkiste finde. Nein, Quatsch. Alles gut. Macht ja auch das Spiel so ein bisschen aus und auch interessant, dass man nicht immer das findet, was man gerade braucht. Ernsthaft. Toll. Ja, was auch immer. Muss ich vielleicht gerade noch was essen? Ich hätte da noch so. Ne, ich habe kein Hüngerchen mehr. Ich bin schon. Scheiße. Ja, Toastbrot, Sardinen. Da. Ich bin schon sowas von überfressen. Das ist schon. Bitte. Im Gegenteil, wir bauen dann eher noch ab. So. Ja, das Problem ist gerade 1, 3, 4. Wir könnten vielleicht das da weglassen. Das Schloss mitnehmen. So, jetzt ist aber auch wirklich Schluss mit rausschmeißen, mit umbasteln, mit keine Ahnung was. Ich habe nämlich keinen Platz mehr. Ich habe jetzt so definitiv keinen Platz mehr. Nee. Ich möchte das nicht. Nein, nein. Lass mal. Ich glaube auch nicht, dass da eine Werkzeugkiste, obwohl. Wahrscheinlich wird jetzt da eine Werkzeugkiste drin sein, bei meinem Glück. Ja, schrei du da oben, ich komme nicht wieder. Ich bleibe jetzt hier draußen. In Z2. So, ne, hier. Definitiv auch nichts. Da auch nicht. So. Da nicht, da nicht. Hosen ohne Ende. Ich brauche keine Hosen. Ich bräuchte eine Werkzeugkiste. Nein, Hasel esse ich jetzt auch nicht. Nicht, dass das ja eigentlich Haselnüsse sind, aber da steht Hasel und Haseln werde ich nicht essen. So, 2 Dinger hätten wir dann noch hier auf der Seite. No. Werkzeugkiste. Nein. Jetzt Werkzeugkiste. Passt. Ist fast eine Werkzeugkiste. Oh. Von der Dame sage ich mal Hallo. Und nehme den wieder in die Hände. Machen wir sie mal nackig. Aber die hatte Kleingeld. Kein Geld dabei, wollte ich eigentlich sagen. Aber hier Geld. Sehr schön. So, leider nickes. Naja, gut. Aber. Ich habe gerade gesehen, wir sind schon wieder über 30 Minuten und deshalb werde ich die Folge jetzt einfach hier mal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich darf euch beim nächsten Mal wieder begrüßen und bis dahin sage ich erstmal Ciao, der Falli.